Es ist unheimlich wichtig, wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet, dass man gut zusammenarbeitet. Dass es eine Teamarbeit ist, dass man darauf angewiesen ist, auf die Kreativität auch der anderen. Man kann ja nur durch Machen lernen. Daran wächst man dann schon. Ne? Dieses, wenn man schon eine Idee hat und da weiterarbeiten, ist, finde ich, das Schönste. Es klappt gut, denke ich. Definitiv einfach reinhauen, sich Mühe geben und sehr viel vorplanen. Und immer dranbleiben und auf jeden Fall auch zu seinem Projekt stehen. Also weil Motivation ist echt das Wichtigste und immer Spaß dabei haben. Es ist eine wunderbare kreative Tätigkeit. Hallo, ich bin Tobi. Und ich bin Kevin. Mati. Ich bin Chaska. Ich bin die Liz. Ich bin der Marcel. Und ich bin die Sarah und wir wollen einen Kurzfilm drehen. Ich bin der Joachim von Fittinghoff, ich bin Berliner Produzent. Mein Name ist Leander Hausmann und ich mache dann und wann Filme. Also wir haben uns in drei Gruppen aufgeteilt und jeder der Gruppen hat eine Geschichte vorbereitet. Also man nennt es übrigens, was wir jetzt machen, wenn ihr diese Geschichten geschrieben habt oder wenn ihr sie vorstellt, das nennt man Pitchen. Ja? Also ihr pitcht sozusagen, ihr stellt, also das Wort für vorstellen. Ja? Das ist also eine Situation, die ihm natürlich bei jedem Film vorkommt. Am einfachsten zu realisieren, weil es schauspielerisch am einfachsten ist, ist natürlich die Geschichte von Chaska und von Mati. Die Geschichte ist halt sehr surrealistisch, alles ist viele Farben und alles so übertrieben und man sieht halt ein Mädchen und dann begleitet man sie ein kurzes Stück und merkt dann halt, dass alles nicht der Wahrheit entspricht und dann geht es halt auf Drogen zurück. Also ich sag mal gleich, bei dem Wort surreal rennen alle raus, benutze es nicht. Das ist das gleiche Wort wie Episodenfilm. Ja, es gibt so, Dinge, die schrecken einen ab. Wenn man eine Geschichte also schreibt, dann hat man ja seine eigenen Bilder im Kopf. Das Problem ist aber, dass die anderen Leute diese Bilder nicht sehen können. Und das muss man irgendwie vermitteln. Ihr könnt ganz gut, also ich sag's mal komischerweise, hätte ich euch nicht zugetraut, weil ich so Vorurteile gegenüber jungen Menschen habe natürlich. Ihr könnt sehr gut Dialoge schreiben. Oh, wirklich. Also, weil die sind irgendwie auf dem Punkt und kann man noch ein bisschen dran feilen. So. Ich denke, schwierig ist, so eine lange Geschichte auf den Punkt zu bringen. Also in relativ kurzen Sätzen zusammenzufassen und dass die Dialoge kurz gehalten werden. Das ist gar nicht so einfach und dass man Unwichtiges gleich streicht. Die Drogengeschichte hatte halt so die abgerundeste Geschichte, war schon ziemlich abgeschlossen und leicht zu organisieren. Schreiben ist was Kreatives und es kann gar nicht sozusagen jetzt, man darf nicht gleichzeitig an die Organisation, an solche Sachen denken. Also das Feuer trifft das Wasser, also die tollen Ideen, die nicht realisierbar sind, die nicht finanzierbar sind. Ja, das ist aber bei jedem Film so. Also dass man dann in der nächsten Phase, also in der zweiten Phase eben feststellen muss, wie setzen wir das um. Ich sage immer, umso besser man vorbereitet ist, umso besser kann man improvisieren. Und dann sollte man sich genau überlegen, welche Szenen sind ganz wichtig, muss man drehen, und welche Szenen sind Kür. So, sonst verzettelt man sich. Am Schluss ist das Einzige, was bleibt, ja, ist das, was nachher auf der Leinwand zu sehen ist. Und nicht, wie sind wir da hingekommen und ach, das waren einfach schlechte Bedingungen, das interessiert keinen Menschen. Ja. Am Schluss ist nur das, was auf der Kamera nachher ist, ist das, was wir sehen werden. Es wird sehr, sehr viel Arbeit. Ich persönlich bin noch mehr animiert daran, dieses Projekt wirklich zu schaffen und auch wirklich zu zeigen, was wir können. Wir waren um 7:45 da und haben halt dann gleich angefangen, erstmal Türen aus dem Klo raus, Fenster raus,
Luftballons, die hatten wir schon aufgeblasen. Und dann angefangen, einfach möglichst alle Fliesen abzudecken und alles bunt zu machen. Und da wir in diesem Mini-Klo gedreht haben, mussten wir uns überlegen, wie wir dieses Klo einmal in eine Drogenwelt verwandeln und einmal in so ein richtig schönes, zufälliges Kneipenklo. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das so zu verzieren. Wie lange braucht ihr noch? Ein Moment. Ein Moment. Präzise formuliert. Ich denke mal, im Allgemeinen die größte Schwierigkeit war, dass der Raum so klein war. Und dass ja der Stoff und die Luftballons immer ähnlich aussehen muss. Tja, muss ich mir was überlegen. Bon, den sie gerade genommen hat, mehr zwischen die gelben legen. Dann können wir das dann nochmal machen. Danke! Matti, der Ton ist schön, das machst du prima. Mein Name ist Martin Kukula, ich bin Kameramann und heute zur Beratung der Schüler hier. Ich glaube, der Fehler liegt daran, dass man sich sozusagen den fertig geschnittenen Film vorstellt und dass man sagt, die Einstellung hier und die Einstellung da und das wird nur ein ganz kurzes Bild sein. Und diese ganz kurzen Bilder, die werden natürlich im Schneideraum aus einer Sequenz von längeren Bildern genommen. Und der schnelle Rhythmus steht jetzt auf dem Papier, aber vom Drehen her muss man eben längere Einstellungen machen, die länger durchlaufen. Gehst du ihn mal kurz hin, da wo er sitzen wird? Martin hat mir sehr geholfen bei Kameraführung, also wie man besser also bestimmte Wirkung erzielen kann und in Bezug auf das Licht, dass man kühles Licht durch besonderen Weißabgleichheit hinbekommt. So, ja, so finde ich das gut. Das ist gut, ja. Und bitte. Der Film beginnt quasi mit ihrer Wahrnehmung. Sie fühlt sich wie ein kleines Mädchen in ihrer Traumwelt und alles ist eigentlich total schön und bunt. Und später wird dann erst klar, dass es halt nur ihre Wahrnehmung war und sie eigentlich total fertig auf der Toilette liegt und dann von dem Jungen nach Hause gebracht werden muss. Jetzt ist November und um 3 Uhr wird es draußen also so dunkel, dass man ja drin auch nichts mehr sieht. Das ist also der große Kampf, der Kampf gegen die Natur. Und dann natürlich dann die Zwänge, die eine Produktion auferlegt, dass man die Kosten einhalten muss oder vielleicht auch die Zeit oder die Arbeitszeiten. Und dass man also nicht zu lange Tage arbeiten sollte und. Also gibt es einige Zwänge. Wow, Matti! Ich hätte wahrscheinlich noch mal davor mit den Schauspielern proben müssen. Das würde ich nächstes Mal auch anders machen. Und sonst, man muss halt sehr, sehr viel planen. Man stellt sich das gar nicht so vor. Man stellt sich halt vor, ja, ich habe das und das Bild im Kopf. Und das klappt dann auch. Aber am Ende ist es dann ganz anders. Zwar auch gut, aber nur, wenn man sich ordentlich vorbereitet hat. Also man muss jedes kleinste Detail planen. Bei mir war das so, dass ich mir nicht selbst im Weg stehe. Weil ich stand oft sehr nah am Licht und dass ich mir halt nicht selbst im Weg stehe im Sinne von, dass mein Schatten zu sehen ist. Das war bei mir die Schwierigkeit. Und halt sehr nah am Geschehen zu sein, was bei der engen Toilette ja nicht so schwer war, dass man sehr nah dran war, aber dass man halt auch nicht die Schauspieler behindert. Was brauchen wir alles? Die ganzen Listen. Worauf muss man achten? Kostümausstattung, aber auch eine Shotliste zum Beispiel zu machen, sich Einstellungsgrößen vorher genau zu überlegen. Das ist gut und es ist zu sehen, dass auch da eine Entwicklung stattfand in der Erkenntnis, wie wichtig das ist, sich so gut vorzubereiten. Danke! Heute haben wir gedreht. Nächstes Mal geht's zum Schnitt, da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Wir haben jetzt unser Material, das wir am Dreh hatten, also eingespielt, beide Bänder und schon mal ein bisschen gegliedert, organisiert und in Ordner gepackt. Und das waren ungefähr 80 Minuten in etwa und wir fangen so langsam an, schon mal ein paar Szenen sozusagen vorzubereiten und zu testen.
Mein Name ist Peter Adam, ich bin Filmcutter von Beruf. Es gibt einerseits die formalen Vorbereitungen, wie man eine Szene anlegt in so einem Schnittsystem, aber es gibt auch vielleicht ein kleines Geheimnis. Ich achte sehr darauf, welche Vision der Regisseur eigentlich hat und der Kameramann und alle kreativen Kräfte beim Drehen. Und das sauge ich auf und das versuche ich dann nachher umzusetzen. Typischer Anfehler kommt jetzt vor allen Dingen dadurch, dass man jetzt mit digitalen Schnittsystemen arbeitet, ist die Verlockung groß, dass man an jedem Schnitt ständig arbeitet. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dass man Schnitte gar nicht sieht. Wenn man einen Film anschaut, sieht man ja keinen Schnitt, man sieht die Geschichte. Das heißt, wenn man am Schnitt arbeitet, muss man die Schnitte eigentlich erstmal machen und dann die Szene wieder wie eine Geschichte sehen. Und dann weiterarbeiten und analytisch weitermachen. Aber der große Fehler ist, an jedem Schnitt unendlich lange zu arbeiten. Wir haben halt festgestellt, dass entweder ein paar Aufnahmen, Perspektiven gefehlt haben oder ganz gut gewesen wären. Oder auch, wenn es die Schauspieler gesagt haben oder gespielt haben, dann vielleicht nicht so ganz passt, was man beim Dreh gar nicht erst gemerkt hat, wo man meinte, ja, ist gut. Aber im Schnitt dann alles zusammenkommt, dann sieht man das nochmal ganz anders. Ja, dann gucken wir mal, ne? Natürlich gerade am Anfang, es ist auch bei uns so, dauert es immer ein bisschen länger, wie später, wenn man so richtig in der Geschichte drin ist, wenn man ein Schnittkonzept entwickelt hat, geht es irgendwann immer schneller. Aber hier an unserem Film ich gehe mal davon aus, dass wir ungefähr eine Woche brauchen, um den Film zu schneiden. Ich selbst arbeite bei einem Spielfilm in der Regel 6 Monate. Ja, seit unseren Drehtagen bin ich irgendwie schon umgestiegen, auf eine längere Dimension zu denken. Vor allem, weil es mit dem Schnitt ja dann nicht getan ist. Wenn man das wirklich schön machen möchte, mit Musik zum Beispiel noch dazu, wo setzt die ein, wie kann man das dramaturgisch noch einsetzen, unterstützend Geräusche. Und jetzt hör doch mal auf damit! Bist du noch ganz bei Trost? Komm, lass uns rausgehen. Es wird dir nichts passieren. Das heißt ja immer, der Film entsteht erst beim Schnitt. Also das ist das alles Entscheidende sozusagen, wie das dann im Endeffekt wirkt auf den Betrachter. Und darum, ich fand das toll, dass man sich das dann im Nachhinein anguckt und dann feststellt, ja, das hat geklappt, ist super. Ich würde in erster Linie sagen, wenn jemand eine Idee hat, setzt es um. Man kann heute teilweise schon mit so Kompaktkameras erstaunlich gute Filme machen. Also die haben HD-Format da drin. Also ich kann nur sagen, jeder ist irrsinnig stolz, wenn er einfach selbst aus sich selbst sowas entwickelt hat und es dann bei uns bei 24.de zeigen kann oder im Internet oder wie auch immer und Feedback bekommt. Es ist eine wunderbare kreative Tätigkeit. Wir sind jetzt fertig mit unserem Film Bonbons und wünschen euch viel Spaß mit eurem eigenen Projekt.